Gründe, was uns bei den Eisernen erwartet. Aber vielleicht hat Vivian zumindest eine Ahnung. Ich könnte schwimmen. Dass wir mehr hatten. Typische Adel. Wieder hier, Lord Rosfield? Es rührt mich, dass du meine Gesellschaft so schätzt. Im Moment brauche ich eher deinen Rat als deine Gesellschaft. Oh, charmant wie immer. Was gibt es denn heute? Die Eisernen. Erzähl mir bitte von ihnen. Dann segelt ihr also bald nach Drachenhauch, nehme ich an. Zum Mutterkristall inmitten der siedenden See. Es gab eine Zeit, in der ein jeder Rosaria für einen Besuch nur den Wellen trotzen musste. Aber die Eisernen hatten andere Pläne. Wie du weißt, herrschen die Eisernen, oder vielmehr ihre religiösen Führer, über die Inseln im Westen Stürms. Anders als in Sanbrek wird Religion dort nicht nur als Werkzeug zur Manipulation der Massen missbraucht. Nein, das Eiserne Königreich verkörpert die kristallene Orthodoxie regelrecht. Wer die Eisernen durchschauen will, muss das erst verstehen. In ihrer Lehre ist die Verehrung der Mutterkristalle ein zentraler Glaubenssatz. Kein Wunder, dass es ihnen missfällt, wenn Ungläubige die Heiligtümer ausbeuten, um mit deren Splittern Wannen zu füllen und Lampen zu entzünden. Äther ist in ihren frommen Augen ein sündhafter Stoff, ja sogar ein Gift. Entsprechend sind Domini für sie Instrumente des Bösen, die sie sich für die rechten Zwecke jedoch auch selbst zunutze machen. Vor nun gut 80 Jahren im Norden Stürms ist Drachenauge erloschen. Und die Armeen der nördlichen Gebiete marschierten auf der Suche nach Äther in Richtung Rosaria. Unerbittlich von der Fäule getrieben. Als die Schilde des Phönix ausrückten, um sie abzufangen, sah das Eiserne Königreich seine Chance. Es nutzte die Gunst der Stunde, um seine Krieger nach Drustanus zu entsenden und die Insel mitsamt ihrem Mutterkristall Drachenhauch an sich zu reißen. Über die Jahre sind die Rückeroberungsversuche zum Erliegen gekommen. Zu deinen Lebzeiten hat dort kaum ein rosarischer Soldat mehr Fuß an Land gesetzt. Und nun, da Rosaria von Sanbrek annektiert wurde, haben die Eisernen erst recht nichts mehr zu befürchten. Also bleibt ihnen ihr Sprungbrett zum Festland erhalten, während sie auf den richtigen Zeitpunkt für ihren nächsten Kreuzzug warten. Der Mutterkristall ist für die Eisernen nicht nur von religiöser Bedeutung, sondern auch ihr Tor zum Festland. Daher betrachten sie Drustanus als heiligste Erde. Eines Tages soll die eiserne Flotte von dort aus in See stechen und alle anderen Mutterkristalle erobern oder untergehen. Mein Vater und mein Großvater haben beide mit den Eisernen gekämpft. Alles nur wegen Drachenhauch. Ohne die Geschehnisse am Phönixtor hätten wir die ganze Flotte ausgeschickt. Stattdessen schickten sie ihre Flotte gen Rosaria, nahmen die Hauptstadt ein, töteten die Männer und raubten die Frauen, einschließlich Jill. Ich denke, niemand könnte dir ein paar Rachegefühle verübeln, Clive. Mein Ziel ist einzig und allein der Mutterkristall. Aber trotzdem danke. Mir gibt's nichts mehr zu tun. Mal sehen, ob Jill bereit ist. Typischer Adel. Es ist bald vorbei. Bist du soweit? Ich glaube schon. Tja. Als du sagtest, du musst mit deiner Vergangenheit abschließen, ging es dir nicht um die Zerstörung von Drachenhauch, oder? Nein. Ich sprach von Imran.
dem Patriarchen der kristallenen Orthodoxie. Er hat mich gezwungen, all diese Gräueltaten zu begehen. Ich werde ihn töten. Nur so kann ich mein altes Leben wirklich hinter mir lassen. Und endlich nach vorne blicken. Und es wird mir auch gelingen. Mit dir an meiner Seite. Emma. So wie ich an deiner Seite bin. Wir zerstören den Mutterkristall gemeinsam. Und Sid wacht über uns. Machen wir ihn stolz. Nützlicher Trick. Du frierst die Gischt und machst damit Nebel. Hast du dir das selbst beigebracht? Sie haben mich dazu gezwungen. Wenn die eiserne Flotte auf See war, habe ich so ihre Bewegungen verbergen müssen. Nur ein Kampf. Nein, du lügst. Das könnte die letzte Chance sein, die ich habe. Die letzte Chance, damit abzuschließen. Ich muss es tun. Was es auch kostet. In Ordnung. Ist er. Der Mutterkristall der Eisernen. Drachenhauch. Strömungen, scharfe Klippen und Ätherfluten, nicht zu vergessen. Diese Insel ist eine natürliche Festung. Ich denke, sie wiegen sich hier in Sicherheit. Die Rückseite scheint nach wie vor niemand zu bewachen. Das Heiligtum liegt im Vulkan. Wenn wir dem alten Pfad folgen, sollten wir zum Hintertor gelangen. Gut. Gehen wir. Ich dachte immer, ich würde mal zur Rückeroberung hierher kommen. Die Insel war mal Teil von Rosaria, oder? Genau, bevor die Eisernen sie in ihre Klauen bekommen haben. So wie mich. 13 lange Jahre habe ich hier leben müssen. Immerhin kenne ich mich jetzt gut aus. Dieser Weg wurde nach einer Ätherflut stillgelegt. Er wird nicht mehr bewacht. Die perfekte Abkürzung. Alles unter Kartisch. Die Ätherflut breitet sich aus. So schlimm war es damals noch nicht. Ich fürchte, wir haben keine Wahl. Der Weg führt da durch.
Erdbeben. Die gibt es hier oft. Und das ist ein kleines. Kein Grund zur Sorge. Von dort kommen wir in die Höhlen. Das tut gut. Was ist denn hier passiert? Alles befallen. Halt. Kein Problem. Wie in alten Zeiten. Halt dich von seinem Maul fern. Ah!
Weiter? Ja. Ganz schön heiß hier. Wir sind jetzt im Innern des Vulkans. Man gewöhnt sich daran. Obwohl es heißer ist, als ich es in Erinnerung habe. Müssen wir uns diesmal Sorgen machen? Langsam schon. Sie werden stärker. Das stimmt nicht.
Geist! Das wird knapp. Komm her! Kleiner hier, der den Vulkan so zum Kochen gebracht hat. Warum greift er an? Das sind so friedliche Geschöpfe. Dann ist der hier wohl die Ausnahme. Thank you.
Alles gut? Diese Hitze. Danke. Der hat ganz schön Radau gemacht. Hoffentlich hat das niemand gehört. Zu den inneren Kammern geht's da oben. Von dort weiter zum Heiligtum. Ich bring das zu Ende. Bevor die Hitze mich umbringt. Dann los. Wir schleichen uns durch den Dienstflügel ins Sanktuar. Dort wird allerdings viel los sein. Dann dürfte es schwierig werden, unentdeckt zu bleiben. Das stimmt wohl. Aber es gibt dort jemanden, der uns helfen kann. Schwester Marley, ich bin's. Bei der Mutter? Jill? Unmöglich. Doch, ich bin es. Wir können hier nicht reden. Kommt mit. So froh, dich zu sehen. Ich auch. Haben dich alle guten Geister verlassen? Warum bist du zurück? War die Freiheit denn so schwer zu ertragen?
Vergebt mir, Schwester. Aber ich konnte nicht hinnehmen, was an diesem Ort geschieht. Sag mir, wo ist der Patriarch? Zu dieser Stunde ist er im Sanktuar, bei seiner Andacht. Ihr meint... Oh, dieser Unmensch. Clive, wir müssen schnell zum Heiligtum. Los. Schwester Marley, ihr müsst von hier fliehen. Nehmt eure Sachen und geht. Hör mir zu, Jill. Inelak, Lorne! Wir haben Besuch. Hier entlang. Folgt diesem Gang. Er führt direkt zum Sanktuar. Kommt, beeilt euch bitte. Ich danke euch. Ihr wart hier immer meine einzige Hilfe. Mein Licht in der Dunkelheit. Rettet euch, Schwester, bitte. Ihr verdient ein besseres, ein glücklicheres Leben, das müsst ihr mir versprechen. Versprochen. Aber du musst mir auch dein Wort geben. Komm, Clive. Wir sind fast am Sanktuar. Gut. Unser Empfangskomitee. Ich hatte schon genug von Ihrer Gastfreundschaft. Wie viele denn noch? Zu viele. Jetzt, Torgal! Den da!
Datos! Clive, es gibt etwas, das du wissen solltest. Der Patriarch hat entsetzliche Dinge vor meinen Augen getan. Und ich habe mir geschworen, dass er durch meine Hand stirbt. Verständlich. Ich stehe hinter dir. Genau wie du bei mir. Er
Chivas Dominus. Willst du um Vergebung für dein Scheitern flehen? Jahre folgte ich euren Befehlen, führte eure Kriege. Alles nur, um die Kinder zu schützen, die wie ich verschleppt wurden. Und was habt ihr getan? Ihr habt vor meinen Augen ihre Kehlen aufgeschlitzt! Sadist. Ihre Seelen waren besudelt von unreinem Äther. Ich habe mich erbarmt, Erlösung gebracht. Sie mussten büßen. So, wie die heilige Mutter verlangt. So, wie auch du büßen wirst. Denn ein Monster wie du hat sein sündiges Leben verwirkt, wenn es nur einen Fuß in dieses heilige Sanktuar setzt. Ganz recht. Ich bin ein Monster. Und meine Seele ist schwarz wie Pech. Doch nicht durch Äther. Sondern durch die Bosheit von Männern wie euch. Ihr seid schuld, dass ich die Dunkelheit in mir verschließen musste, statt sie zu bekämpfen. Dies ist meine Buße. Hört gut zu, euer Monster ist tot. Und ich werde euch kein neues erschaffen lassen. Die Bestie wagt sich ihrem Herrn zu widersetzen? Komm ruhig, Dominus. Wüte, sei was du schon immer warst, ein Monster. Und was seid ihr, Imran? Ich wurde dazu gezwungen. Ihr tötet aus Freude. Doch nie wieder. Wie ich einst vor euch, werdet nun ihr euch vor mir verbeugen. Tötet sie! Jetzt! Ja. Nur jetzt!
kann die Lava nicht ewig aufhalten. Ich muss mich beeilen. Mich beeilen. Jill! Ich werde das beenden, Clive! Ja.
siehst du das, Sid? Der Freiheit einen Schritt näher. Der Kristall! Was ist mit ihm geschehen? Oh, wir haben ihn zerstört. Was? Aber... Monster! Monster! Ist dir eigentlich klar, was ihr da getan habt? Sicher, Vater. Ich habe es getötet. Das Monster ist wiedergeboren als Geächtete. Möge der Segen der Kristalle mit euch enden. Geschafft. Endlich. Du hast dich sehr verausgabt. Etwas. Wieder fiel alles auf dich. Und ich war darauf gefasst. Ich musste mich meiner Vergangenheit stellen. Jetzt kann ich mit dir nach vorne schreiten, ohne zurückzusehen. Clive, sieh doch. Es sieht aus wie das am Phönixtor. Verdammt, wir müssen weg. Ja, schnell. Ich habe Wort gehalten, also enttäusch mich nicht. Du blutest ja. Ich habe einen Trank, der... Danke für deine Sorge. Wirklich. Aber glaub mir, ich komme zurecht. Bitte. Deine Medizin haben andere viel nötiger. Oh. Wenn das so ist. Für einen Moment habe ich meinen Bruder gespürt. Tatsächlich? Ultima zieht wieder seine Kreise um ihn. Aber warum jetzt, nach 5 Jahren der Ruhe? Ich werde ihn nicht mehr lange in mir halten können. Euer Gnaden. Nein, du machst dich nur schmutzig.
Sieh nur. Wie ein Strom, der zum Meer fließt. Oder wie die Motten zur Flamme, das Kristalldominium ihr Licht in der Dunkelheit. Mehr und mehr verlieren ihre Bleibe und ziehen los, um Schutz zu suchen. Andere fliehen vor den erdrückenden dalmekischen Steuern, um irgendwo neu anzufangen. Was genau sucht ihr dort im Dominium, euer Gnaden? Oh, Dion Lesage. Ihr meint den Kronprinzen von Sanbrec? Er hat viele Titel. Dion der Kühne, Prinz der Dragoons, Odins Erzfeind oder einfach Bahamut. Als Kind habe ich ihn einmal getroffen. Schon damals hatte er ein edles Gemüt. Und seither hat er seinem Reich stets voller Eifer gedient. Und ihr seid euch wirklich sicher, dass er euch Gehör schenken wird? Unsere Welt schreitet unaufhörlich auf ihr Ende zu. Und seine Hand drängt sie voran. Ultimas Einfluss erstreckt sich auf jedes Reich, auch auf Sanbrec. Wenn seine Hoheit der ist, für den ich ihn halte, und das hoffe ich sehr, wird ihm diese Tatsache nicht entgangen sein. Die Kristalle schwinden, das ewige Licht flackert und in der Dämmerung wachsen die Schatten. Die Kristalle haben uns ihren Segen geschenkt. Und uns so verdorben. Wir sind wie gemästete Vögel, die nicht mehr fliegen können. Doch nun stehen wir vor dem Abgrund und brauchen unsere Flügel. Viel Leid wird uns auf diesem Weg erwarten. Doch er ist der Einzige zur Freiheit. Wonach strebt diese Welt eher? Einem kristallenen Käfig oder einem dornreichen Himmel? Ich kenne die Antwort auf diese Frage noch nicht. Du, Clive. Euer Gnaden, wir sollten irgendwo Rast machen. Wir können es über Dalmekia versuchen, sobald ihr wieder bei Kräften seid. Mir ist die Dringlichkeit der Sache bewusst, aber eure Gesundheit geht vor. Ich weiß. Danke, Jote. Der Versuch des Belagerungsheers, den Kaiserlichen die Inseln von Ark zu entreißen, ist wieder einmal gescheitert. Nur weil eure Flotte so unfähig wie ein Eunuch in der Brautnacht ist, wollt ihr stattdessen etwa zum Rückzug blasen? Es reicht mir mit euch. Mit Schuldzuweisungen werden wir ihre unrechtmäßige Aneignung nicht ungeschehen machen. Allerdings steigen auch unsere Verluste mit jedem Tag. Zwischen ihnen und euch liegt ein ganzes Meer. Die Armee von Sanbrec kann euren Truppen dabei zusehen, wie sie harmlos an den Stadtmauern zerschellen. Sie können das aussitzen. Die ganze Belagerung juckt sie nicht. Ihre Vorräte sollen fast unerschöpflich sein. Und unsere ach so weisen Anführer stürzen in den Krieg, ohne einen Gedanken an die Konsequenzen zu verschwenden.
dalmekische Soldaten verhungern, wartend auf Befehle aus Randella. Also warum übernehmt ihr nicht? Dann wären ihre Bäuche schon abends voll. Ihr wollt, dass ich ausrücke? Dann kämpft auch Bahamut. Und ein Duell würde die Chasia ins Verderben stürzen. Statt das Dominium zu befreien, würden wir seinen Untergang besiegeln. Oder ist es das, was ihr wünscht? Wenn unser verständiger Berater einen Vorschlag hat, ziehen wir ihn gerne in Erwägung. Aber das ist ja die Kaiserin. Sagt uns, was das zu bedeuten hat, Lord Kupka. Was das bedeutet? Dass ich nicht mehr die Absicht hege, euch auch weiterhin zu beraten. Ach, ihre Blicke, als ihr durch diese Tür gekommen seid. Dieser Ausdruck dümmlicher Hilflosigkeit. Sie wollten ihren Augen nicht trauen. Obwohl ich zugebe, ich hatte auch Zweifel, ob ihr meiner Einladung in der Tat folgen würdet. Das Schockierende ist... Seth ist nicht der Sohn einer Hure. Er ist der Sohn einer Kaiserin. Euer Sohn Clive. Absurd. Von wem habt ihr diese Lüge? Kein Verbrecher verdankt mir sein Leben. Nein, im Gegenteil. Mein Sohn ist neben mir und wir sind nicht für haltlose Anschuldigungen hier, sondern um die Streitigkeiten zwischen unseren Reichen zu einem Ende zu bringen. Also gut, doch ich habe eine Bedingung, und zwar diese. Seth hat einer Frau das Leben genommen. Jemand, der mir alles auf der Welt bedeutet hat. Dafür werde ich ihn töten. Und ich schätze, dass dies in eurem Sinne wäre. Ihr werdet endlich vom Schandfleck eures Stammbaumes befreit. Im Gegenzug überlasse ich Sunbreak euren fähigen Händen. Hochverehrte Majestät. All das aus Liebe zu einer gemeinen Hure. Dominus oder nicht, die Herkunft lässt sich nicht verbergen. Und Bestien sind und bleiben nun mal Bestien. Für dich hält die Zukunft mehr bereit, Olivier, mein Schatz. Schon bald bist du der Kronprinz von Sunbreak. Und wenn dein Vater vor die gütige Gwigor tritt, wirst du als göttlicher Kaiser über allem stehen. Die alte Ordnung wird in sich zusammenbrechen und dein erhabenes Licht die Welt hell und strahlend erfüllen. Schon bald. Sie ist seit Stunden da drin. Irgendwas stimmt nicht.
sind die Gerüchte wahr? Was ist? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich hoffe, du hast es passend. Du machst mich noch arm, mein Junge. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich hoffe, du hast es passend. Du machst mich noch arm, mein Junge. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich hoffe, du hast es passend. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Komm wieder vorbei. Oder auch nicht. Mir ist es gleich. Träger zu jagen. Sieh auf. Was hast du da für einen Wälzer? Oh, das? Das ist Valestea, eine kulinarische Pilgerfahrt. Ich hab's vom alten Harpo. Es scheint, als wäre keine Kreatur so widerlich, dass man sie nicht für ein außergewöhnliches Rezept verwenden könnte. Reichen gewöhnliche Rezepte denn nicht? Wo ist deine Abenteuerlust, Cid? Ehrlich, ein Blick auf diese Rezepte und du tauschst dein Schwert gegen ein Fleischerbeil ein. Vom Spießbraten bis zur Pastete. Alles hier drin. Ach, was würde ich dafür geben, eines davon auszuprobieren? Falls du meinen Segen dafür brauchst, dann nur zu. Ich bin kein Jäger, Cid. Der erste Wurm, auf den ich treffe, würde mich fressen. Aber du bist aus härterem Holz geschnitzt. Würdest du mir bei einem der Rezepte helfen? Ich fürchte, du akzeptierst ein Nein nicht als Antwort. Gut, ich helfe. Großartig, danke. Und? Was steht auf der Speisekarte? Der kühne Eintopf. Dem Autor zufolge war er mal ein Favorit unter Oriflams Feinschmeckern. Aber Molly kennt ihn nicht. Das Rezept selbst ist leider nur verdammt vage, was die wichtigste Zutat angeht, während die Zubereitung bis zum Überdruss durchgekaut wird. Eine Bestie, kein Zweifel. Sicher eine, die mit einem einfachen Koch wie mir kurzen Prozess machen würde. Aber wunderlich violett? Keine Ahnung, was das sein könnte. Was steht dazu noch im Buch? Nur, dass sie wie ein zartes, einsames Veilchen einem Bett aus Rosen entwächst. Rosen. Rosaria vielleicht. Einer der Fleischer in Martas Rast könnte was wissen. Ich frage, wenn ich wieder dort bin. Danke, dass ihr bei uns bleibt. Wir Übriggebliebenen müssen doch jetzt zusammenhalten, findest du nicht? Ah, willkommen.
Die Zeiten mögen hart sein, aber wenn du Gil hast, hab ich die Ware. Was darf's denn sein? Hast du etwas wunderlich Violettes? Und wenn nicht, weißt du vielleicht, was damit gemeint sein könnte? Oh, das habe ich nicht mehr gehört, seit ich ein kleiner Junge war. Du suchst nach Skorpionschwänzen. Wunderliche Veilchen hat man die Art früher genannt. Wenn man sie kocht, färben sie auf alles andere ab. Daher der Name. Die Leute haben sie in den Topf geworfen, wenn es nichts anderes gab. In Kriegszeiten zum Beispiel. Zum Glück geht's uns noch nicht so schlecht. Und selbst wenn, Skorpionschwänze verkauft hier niemand mehr. Leben diese Skorpione hier noch irgendwo? Davon gehe ich aus. Im Drillingsschilf wirst du fündig, wenn du mich fragst. Danke. Das war sehr hilfreich. Sam, wir wissen nicht, wann diese Mistkerle wiederkommen. Lauf wie der Wind! Braves Mädchen. Skorpione. Dann weiß ich, was auf mich zukommt. Jetzt, Torgal! Ich bringe sie besser gleich zu Yvain, bevor sie schlecht werden. Ach, riechen tun sie schon so. Zu jagen, sie aufzuhängen. Hast du die mysteriöse Zutat gefunden? Ja, das habe ich. Wunderbar! Zeig her! Was soll ich denn damit? Die sind doch giftig. Da hast du recht. Aber das scheint dein Pfeilchen zu sein. Dann werden die wohl in den Topf wandern. Warte hier. Geht ganz schnell. Ich präsentiere den kühnen Eintopf, auferstanden aus der Asche der Vergangenheit. Schnapp dir einen Löffel, bevor es kalt wird. Ich, bin satt. Tja, wenn ich alles weggespachtelt habe, ist es zu spät. Dein Pech.
heiliger Suppenlöffel. Als würde man im Sumpf ertrinken. Ein Angriff auf die Sinne. Und doch verstecken sich hinter der beißenden Würze komplexe Fleischnoten. Es dauert einen Moment, bis man überhaupt wieder etwas schmeckt, aber nie habe ich etwas nur halb so Gutes gekostet. Vielen Dank, Sid. Danke. Das freut mich. Das muss jeder erleben. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich jedem hier im Versteck eine Schüssel von diesem Eintopf vorgesetzt habe. Ein Bissen davon und Molly wird darauf bestehen, Skorpione zu züchten. Das wird sie sicher.